Er ist einer der ganzen Reihe besser beenden als der Altmeister des Techno höchstpersönlich. Sven Feth, die Party-Ikone und Club-Legende schlechthin. Wir haben ihn auf Ibiza besucht und durften einen exklusiven Blick hinter die Kulissen bekommen. Für mich heißt es jetzt Tschüss sagen. Es war schön, dass ihr dabei gewesen seid. Gleich kommt Karotte, da habt ihr nochmal 3 Stunden feinsten Haus in diesem Jahr exklusiv präsentiert. Das Klappner-Team wünscht euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann am nächsten Samstag. Tschüss. Heute freue ich mich ganz besonders, euch zu der Club Night des Jahres begrüßen zu dürfen. Denn nach 3 Jahren Durststrecke ist er endlich wieder da, der erfolgreichste DJ der Welt, Sven Feth. Oh, tolle Worte, ja, hallo, hallo, hallo. Hallo, jetzt sind wir ja heute auf Ibiza. Sag mal, wann warst du denn das erste Mal hier? Das erste Mal auf Ibiza war ich 1980. Da wart ihr noch gar nicht zur Welt. Gerade so. Gerade so, gerade gepackt. Nee, 1980 bin ich das erste Mal hierher getrennt mit einem Freund. Da haben wir damals noch den Groschen geschmissen, haben gesagt, Ibiza oder Barcelona. Da waren wir in Barcelona am Hafen und der Groschen ist auf Ibiza gefallen. Da haben wir gesagt, alles klar. Und dann sind wir hierher und dann war ich auch direkt hier 3 Monate. Damals gab es das Amnesia, damals hieß es noch Q, heute heißt es Privilege. Das waren Clubs, die waren Open Air. Also die hatten kein Dach gehabt und hat man quasi unter den Sternenhimmel getanzt und so. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Da habe ich gesagt, da muss ich muss hier wieder her. Ja, also ich war wirklich angefixt. Und seitdem komme ich jedes Jahr hierher. Jetzt bin ich 2003 schon einige Jahre hier auf Ibiza. Und 1999 habe ich mir dann überlegt gehabt, weil ich das alles so ein bisschen beobachtet habe, so diese ganze Entwicklung hier vom Nachtleben und die Musik und so. Und ich war nicht so ganz zufrieden damit. Und dann habe ich gesagt, ich muss hier irgendwie auch irgendwie hier mal markiere dein Revier und so. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt hier auch mal hier irgendwie einen Clubabend starten. Man muss sich das so vorstellen, man organisiert eine Party-Serie von Deutschland aus auf einer Insel in Spanien. Ja, es ist schon ein wahnsinniger Aufwand, den man da betreibt, was allein die Promotion und die Anzeigen in Deutschland, die Kampagnen, die laufen nicht nur in Deutschland, auch in Österreich und Schweiz und England und so weiter. Dann natürlich auch in Spanien, da muss man das hier vor Ort alles organisieren. Ich habe 40 Leute hier, die hier arbeiten für mich. Ja, und ich habe ein eigenes Büro hier aufgemacht dafür, nur für 13 Veranstaltungen, um dem mal so eine gleiche Dimension zu geben. Das ist schon ein ganz schöner Akt, ja. Aber Leute reden über Cocoon Club in Argentinien, überall auf dieser ganzen Welt. In Asien spricht man davon, ja, Cocoon Club, Ibiza, das ist für uns auch, sage ich mal, so ein gutes Bonbon, was die Promotion angeht, ja. Und heute zeigst du uns einen Blick hinter die Kulissen. Was kriegen wir denn alles zu sehen? Schauen wir mal. Also wir gehen jetzt dann gleich zu unserem Cocoon Artist Essen, nenne ich es mal. Und ja, da werden wir gut speisen und dann geht's in den Club. Okay, dann gehen wir nochmal los. Würde ich sagen. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Künstler, die ich eingeladen habe, bei uns irgendwie dabei zu sein, sind alle vertragsfrei. Es gibt bei uns keine Verträge. Die bedeuten mir alle viel, weil letzten Endes bin ich auf die Künstler irgendwie gestoßen. Meistens über eine Produktion oder über einen Abend, wo ich das miterlebt habe, wo die gespielt haben. Und ich dachte, hallo, was ist denn das? Wer ist denn das? Das ist nicht einfach da draußen. Das stellt man sich vielleicht teilweise so relativ einfach vor, DJ zu sein, Techno oder Hausmusik zu machen, ja, aber da gehört viel mehr dazu. Da gehört ein gutes Team dazu und das muss ich echt loben. Das ist meine Mannschaft, die dafür sorgt, dass ja, alles so kokonisch, sage ich mal, irgendwie abgewickelt wird. So gesehen finde ich persönlich einmalig, weil das ist nicht einfach eine Agentur oder irgendwie ein Betrieb, sondern da schlägt ein Herz dahinter. Und das ist das Herz von Papa. Ja, was erwartet uns denn heute Abend noch? Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ich sag mal, Sven Feth ist auf jeden Fall super korrekt so.
Das werden wir jetzt begossen. Ah, Sven Veth sagt wieder. Ja, wir in Österreich sagen Sven Veth. Sven Veth sieht aus wie mein Freund. Also scheiße. Sven Veth. We love you. We love you.